Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine nähere Betrachtung des Streitgesprächs von Sarah Wagenknecht bei Maischberger mit einer NATO-Beraterin. Inwieweit war es ein Erfolg, die Medien unglaubwürdig zu machen von Sarah Wagenknecht, die Leute zu den alternativen Medien zu bringen, dich zu informieren, die Täuschung auffliegen zu lassen oder inwieweit hier die Öffentlich-Rechtlichen gewonnen haben, dass ihre Täuschung weiter besteht. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte. Danach haben wir Worte dazu. Kai Diekmann hat beide getroffen als Bildchefredakteur, nämlich sowohl Donald Trump als auch Wladimir Putin. Haben die eigentlich Ähnlichkeiten, auch diese beiden Männer, Ihrer Meinung nach? Sie haben Ähnlichkeiten. Sie sind beide in ihrer Egomanie maßlos. Und beide sind bereit, auch große Opfer, nicht eigene Opfer einzugehen, sondern auf Kosten anderer ihre eigene politische Macht zu sichern. Das haben wir erlebt, als Donald Trump sich beteiligt hat am Aufruf zum Sturm des Kapitols. Er war bereit, die amerikanische Demokratie zu riskieren und eben auch Menschenleben. Und wir sehen, wozu Wladimir Putin imstande ist. Was wir jetzt erleben ist, dass wir ohne die Amerikaner überhaupt nicht in der Lage wären, die Ukraine zu unterstützen, die Ukraine auszurüsten und Ukraine auch auszubilden. Und insofern wäre eine solche Auseinandersetzung mit Russland ohne die amerikanische Führungsmacht in der NATO eine wirkliche Katastrophe. Herr Jobertey, Sie waren häufig in den USA unterwegs. Trump inszeniert sich als Opfer, redet von einer faschistischen, von einem kommunistischen Regime, das ihn verfolgt. Überzeugt das viele in den USA? Also ja, leider ja. Also ich glaube, dieser MAGA, also Make America Great Again Kult, diese Bewegung von Donald Trump funktioniert am besten, wenn alle Opfer sind. Dann ist man immer dabei. Und das erreicht dann nicht die Mehrheit, aber sehr, sehr viele. Und ich glaube, je mehr es gegen ihn geht, desto mehr profitiert er davon. Bestimmt glauben das viele, aber ich glaube, es wäre nicht unbedingt das Gute, was für uns wäre. Also ich glaube, dass die Russen, dass die Chinesen alles daran setzen, Trump zu pushen, weil dann ist es einfacher für die. Die NATO war hirntot, wissen wir. Durch den Krieg kam die NATO wieder zusammen und Trump mag die NATO nicht. Also ich glaube, das wäre für uns alle das Schlechteste, was passieren würde. Nur Trump, DeSantis hat ja auch gesagt, regionaler Konflikt da mit diesen Ukrainern. Also ich glaube, dass wenn die Republikaner gewinnen, wird es anders. Was wissen Sie, was weiß die NATO über die Hintergründe dieses geborstenen, explodierten Damms? Sie wissen schon, dass ich Ihnen jetzt nicht nachrichtendienstliche Geheimnisse verraten kann. Ich meine, Deutschland gibt Milliarden dafür aus, die Ukraine zu unterstützen, mit Waffen, mit Geld. Wir finanzieren den halben Haushalt. Als sozusagen nette Gegenleistung sprengen Sie einen wesentlichen Teil unserer Infrastruktur. Sie sind jetzt sicher, dass die Ukraine Nord Stream 2 gesprengt hat? So klingt das, Entschuldigung, wenn Sie das so sagen. Und die Bundesregierung fragen, ob das in Ordnung ist, jemanden zu finanzieren, der offensichtlich eine Leitung gesprengt hat. Klingt es so, als ob Sie sicher seien. Ja, was heißt das? Ich bin sicher. Ich lese, dass sowohl in den US-Medien als auch in den deutschen Medien berichtet wird, dass amerikanische Geheimdienste ja sogar den deutschen Geheimdiensten wohl vorher angekündigt haben, dass sie Erkenntnisse haben, dass die Ukrainer sowas planen. Das wurde auch nicht dementiert. Ich meine, ich habe doch nicht mehr Informationen. Sie haben wahrscheinlich mehr als ich. Also hätte ich jetzt kenne gefragt, ja nur das, was ich lese, aber es hat keiner dementiert. Insoweit scheint das so zu sein. Solange man nicht mehr Informationen hat, die offensichtlich sind, muss man einfach das anschauen, was man weiß. Natürlich gibt es viele verschiedene Gerüchte, aber Beweise, auf die wir uns alle einigen können, gibt es nicht. Wir wissen, dass Russland in der Vergangenheit schon sabotiert hat, Gasleitungen. Von daher passt es auch da ins Pattern. Was mich interessieren würde, wäre eher die Frage, können die Ukrainer sowas überhaupt? Aber ultimativ, wie gesagt, das ist nicht der Tatort. Es geht nicht darum herauszufinden, wer war es jetzt eigentlich, sondern was sind vielleicht die Effekte und wie geht man dann damit um? Gut, dann. Wir sitzen hier und spekulieren über das Leben von Leuten, die von sich aus bereit sind, das zu geben. Also die Ukraine verteidigt sich und hat entschieden, sich zu verteidigen. Und jetzt gehen wir her und sagen, jetzt hör mal auf, dich zu verteidigen, ist doch schöner am Leben zu sein. Das sehe ich. Ich sehe das humanitäre Argument. Aber es ist doch nicht so, dass die jungen Aber tatsächlich ist es so, dass diese Situation wurde nicht sich von der Ukraine herbeigewünscht, sie wurde kreiert von Russland und dass da jemand aufsteht und sich verteidigt, das ist ehrenwert. Sie beschreiben das so, als wäre das irgendwas, wofür man sich schämen muss. Wenn die Ukraine sich verteidigen will, dann haben wir im Sinne eigentlich auch Glück gehabt, denn hier ist internationales Recht gebrochen worden. Wenn die Ukraine jetzt einfach gefallen wäre, wer weiß, was dann als nächstes passiert wäre. Also von daher finde ich auch dieses Argument immer so, das klingt so, als wäre ich dafür, dass Menschen sterben. Natürlich bin ich nicht dafür, aber ich bin dafür auch nicht gewesen, dass Putin diesen Krieg überhaupt beginnt. So, und jetzt haben wir die Situation. Was ich möchte ist, dass dieser Krieg so zu Ende geht, dass er nicht wiederkommt. Und darum geht es hier.
hier. Natürlich muss man dafür dann auch Kompromisse machen. Das geht Sie reden von ich verurteile auch diesen Krieg. Da sind wir völlig einig. Also dieser Krieg ist ein Verbrechen und es ist das Wichtigste, ihn zu beenden. Aber solange der Westen und vor allem die Amerikaner Selenskyj darin bestärkt, seine Maximalziele für unverhandelbar zu halten. Und das ist die Rückeroberung der Krim und das ist die schnelle NATO-Mitgliedschaft. Solange das sozusagen als Grundbedingung, als Ziel immer wieder auch formuliert wird, solange werden Verhandlungen nicht erfolgreich sein. Nein. Und die jungen Männer, die dort sterben, die entscheiden das doch nicht. Ich meine, es gibt doch ganz viele Berichte. Es gibt ganz viele Berichte darüber, wie junge Männer sich jetzt quasi in der Ukraine verstecken. Die können gar nicht ins Ausland, weil sie nicht ausreisen dürfen. Erst, wenn man sich ein bisschen zermürbt hat, das nennt man in der Forschung die Konfliktuhr. Konflikte haben eine innere Uhr und irgendwann kommt man an den Punkt, wo es halt irgendwann das Ziel erreicht ist, wo die Bereitschaft und dann hat. Und dann muss ich aber noch, Entschuldigung, darf ich noch kurz ausführen, der zweite Punkt, unter welchen Umständen Verhandlungen erfolgreich sind, ist, in welcher Position man ist. Das wird sie nicht tun. Ja, aber wie soll sie denn in wollen, eine Position der Stärke kommen? Wird sie erst haben, wenn sie da an den Punkt gekommen ist. So, jetzt, ja, aber das können wir nicht forcieren. Ich verstehe das wirklich, menschlich verstehe ich das. Wissen Sie das sicher, dass sich nicht etwas verändert? Und wenn Sie sagen, beide müssen erst zermürbt sein, also mehr Zermürbung geht doch nicht. Also der Krieg ist ja ruinös. Die Ukraine ist schon massiv zerstört. Selenskyj agiert natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern das ist relativ eng abgestimmt mit den Amerikanern, was er für Ziele formuliert. Und er hat, ich meine, er hat ein Dekret erlassen, das Verhandlungen mit Russland verbietet. Er hat, als er beim Vatikan war, der Papst hat angeboten zu vermitteln, da hat Selenskyj gesagt, wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und dem Aggressor. Das kann man moralisch alles nachvollziehbar finden, aber es löst kein Problem. Das heißt, es geht schon darum, dass wir, dass der Westen, dass auch die Amerikaner deutlich machen, wir wollen diesen Krieg beenden so. Und wir sind da auch kompromissbereit. Wird auch die ukrainische Führung nicht mehr darin bestärkt, eben keine Kompromissbereitschaft zu zeigen. Und also gibt es diesen Druck des Westens auf die Ukraine, nicht in Verhandlungen einzutreten? Nein, nein. Was würde passieren, wenn keine Waffen mehr, von wem jetzt genau? Von allen? Vom Westen, also von der NATO, also erstens mal, von Polen, wie kommen wir überhaupt gedanklich in eine Situation, wo wir uns vorstellen, dass alle aufhören? Weil ich kann Ihnen zum Beispiel erklären, die Polen werden mit Sicherheit nicht aufhören, Waffen zu liefern, auch wenn die USA, sagen wir mal, in irgendeinem... Weil sie Angst haben, dass wenn sozusagen die Ukraine fällt, sie die nächsten sind? Es könnte sogar eine eskalierende Wirkung haben, dass wenn Deutschland aufhört, Waffen zu liefern, dass dann Polen und die baltischen Staaten sagen, okay, jetzt erst recht. Es war in der Sendung auffällig, dass Sarah Wagenknecht an verschiedenen Stellen nicht aufklärte. Entweder weil sie es nicht wusste oder weil sie bewusst darauf verzichtet hat. Bei der Staudammsprengung wurde nicht die Tatsache erläutert, dass das Gebiet auf russischer Seite tiefer lag und dass die russischen Stellungen überschwemmt wurden. Das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, das den Zuschauer darzulegen. Und wenn Sarah Maischberger es nicht macht, dann wäre es Aufgabe von Wagenknecht gewesen, darauf hinzuweisen, wie die Lage ist, wer profitiert hat, jetzt rein faktisch, wessen Stellungen überschwemmt wurden, wie die Lage ist, erstmal darüber aufzuklären und vor allem dann darauf hinzuweisen, warum Maischberger das nicht gemacht hat. Wagenknecht hat hier darauf verzichtet. Entweder weil sie es nicht wusste oder es war Absicht. Anschließend wurde die Nord Stream Sprengung thematisiert. Wagenknecht hat hier geäußert, dass sie jetzt davon ausgehe, dass die Ukraine es gewesen ist. Seymour Hersh und sein Artikel werden überhaupt nicht erwähnt. Weder von Maischberger noch von Wagenknecht. Und aus meiner Sicht, hier handelt es sich eindeutig um eine Absicht von Wagenknecht, das nicht zu erwähnen. Es ist aus meiner Sicht gut möglich, dass Wagenknecht, um weiter in die Sendungen reinzukommen, es ist ja auffällig, Wagenknecht wird eingeladen, AfD-Vertreter werden nicht eingeladen. Warum ist das so? Was qualifiziert Wagenknecht, für die Sendungen eingeladen zu werden? Und jetzt wird natürlich, werden die Öffentlich-Rechtlichen sagen, oder wird Wagenknecht sagen, ja, Wagenknecht, sie kann sich so gepflegt äußern, sie ist so eine gute Diskutantin, mit ihr kann man gut diskutieren, auch wenn sie eine andere Auffassung vertritt. Deswegen laden wir sie ein. Ist auch gut für die Quote. Wagenknecht erzeugt gute Quoten. Und ja, hier sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir akzeptieren auch andere Meinungen. Und dass die AfD-Vertreter nicht eingeladen werden, das liegt an der AfD. Liegt an den Problemen der AfD. Liegt daran, dass die AfD rechtsextrem ist. Doch hier wird deutlich, was wahrscheinlich der eigentliche Grund ist. Maischberger und andere, sie können sich darauf verlassen, dass Wagenknecht in gewisser Hinsicht Kompromisse macht. Anscheinend Seymour Hersh, er soll jetzt ausgeschwiegen werden. Wir erinnern uns daran, Seymour Hersh beschuldigt die USA und Norwegen, für die Sprengung verantwortlich zu sein. Mit einer Geschichte,
die sehr glaubwürdig ist, die möglich ist, die unwiderlegt ist. Simon Hirsch ist ein Pulitzer-Preisträger, er hat beste Kontakte und er hat in seinem Leben viele Skandale aufgedeckt. Aus meiner Sicht, es ist Propaganda, wenn man Simon Hirsch, wenn man seine Version der Geschichte ausschweigt. Und zwar sowohl von Öffentlich-Rechtlichen als auch von Wagenknecht. Das heißt, aus meiner Sicht, es ist relativ eindeutig, dass Wagenknecht hier Maischberger einen Gefallen tun will und zeigen will, guckt her, ich verzichte darauf, ich tue euch einen Gefallen. Simon Hirsch, die Geschichte, dass die USA es waren, es soll nicht erwähnt werden, die Leute sollen es nicht erfahren oder sie sollen es vergessen. Oder es soll ihnen unbedeutend erscheinen. Weil das ist auch ein Trick, in dem es nicht erwähnt wird, auch von Wagenknecht nicht, wirkt Simon Hirsch unbedeutend. Die Leute kommen ins Zweifeln. Gut, wenn Sarah Wagenknecht das nicht erwähnt, dann wird es schon nicht stimmen. Dann ist halt Simon Hirsch verwirrt, dann ist es nicht stichhaltig und jetzt das, was die ganzen Medien in den USA berichten, dass die Ukraine dafür verantwortlich ist, das ist viel stichhaltiger. Und Simon Hirsch ist so unwichtig, deswegen, das müssen wir gar nicht mehr erwähnen. Wagenknecht hat es auch schon längst vergessen, weil es halt nur eine mögliche Version ist, die aber auch nicht weiter relevant ist, die nicht bedeutsam ist. Und hier ist das Problem. Wenn Maischberger und die NATO-Beraterin das so äußern oder die Geschichte oder das so darlegen, dann ist es nicht so glaubwürdig für die ganze Bevölkerung, wie wenn Wagenknecht das indirekt bestätigt, indem sie die Hirsch-Geschichte nicht aufgreift. Und aus meiner Sicht, hier ist das große Problem von Wagenknechts Auftritt. Weshalb ich mir nicht sicher bin, ob dieser Auftritt tatsächlich in der Gesamtsicht nützt. Sehr wahrscheinlich hat der Auftritt dafür genutzt, die Leute davon zu überzeugen, dass ein Waffenstillstandsabkommen in naher Zukunft, dass es gegeben ist. Aber sie hat mit ihrem Ausschweigen der Hirsch-Geschichte, hat sie die Neugierde der Leute zerstört, indem sie suggeriert, Hirsch ist nicht wichtig. Ihr müsst euch jetzt auch nicht weiter darüber informieren, bei den alternativen Medien, über die Hirsch-Geschichte, weil ich habe es auch schon vergessen, es ist nicht so wichtig. Und außerdem, ich diskutiere hier mit den Öffentlich-Rechtlichen, ich kann hier super diskutieren, ich bin eine entschiedene Gegnerin von dem Ukraine-Krieg, ich will keine Waffen, hier habt ihr meine Position und dann wisst ihr Bescheid. Dann kennt ihr die Argumente, ihr müsst dann nicht mehr recherchieren. Aus meiner Sicht, auch das ist auch das Kalkül, weshalb Wagenknecht eingeladen wurde. Weil so das Täuschungssystem aufrechterhalten wird. Wenn ich mich an meine eigene Geschichte erinnere, ich wurde auch lange getäuscht über die Rolle der USA in der Welt. Ich habe das Narrativ geglaubt, die USA seien Weltpolizist. Warum habe ich es geglaubt? Nicht weil die Befürworter des Irakkriegs damals das gesagt haben, sondern weil die scheinbaren Gegner, man kann sagen scheinbar, weil auch damals die Leute nicht ausgepackt haben mit allem, was tatsächlich wichtig ist, um die USA, um die Weltpolitik zu verstehen, um die US-Politik der vergangenen 100 Jahre zu verstehen, sondern auch die Gegner, auch beispielsweise des Jugoslawienkriegs, oft wurde gesagt, die USA spielen sich als Weltpolizist auf. Wir wollen keinen Weltpolizisten in den USA. Dann habe ich damals gesagt, ja, das ist doch Quatsch. Die Polizei ist doch was Gutes. Das sind typisch die Linken, die gegen die Polizei sind, die gegen Recht und Ordnung sind. Recht und Ordnung auf der Welt ist gut. Die Menschen müssen ja beschützt werden. Es muss ja ein Polizist auf der Welt da sein, der die Leute vor Übergriffen schützt. Und das war meine Sicht sozusagen, dass die USA die Ordnung hält, zumindest ein Mindestmaß an Demokratie gewährleistet oder es verbreiten will und sie die Menschen auf der Welt vor Übergriffen schützt. Das klingt jetzt lächerlich, aber das ist das, was ich früher geglaubt habe. Und warum habe ich sowas geglaubt? Weil auch die Gegner der USA dann solche Sätze sagen wie, die USA spielt sich als Weltpolizist auf. Obwohl das einfach vollkommen falsch ist. Die USA spielt sich nicht als Weltpolizist auf, weil die USA ist eben genau kein Weltpolizist. Das Narrativ, dass die USA ein Weltpolizist ist, dadurch wurde ich vollkommen irregeführt. Und diese Gefahr besteht auch hier bei Wagenknecht, weil die Leute denken, okay, Wagenknecht ist, ich sympathisiere mit Wagenknecht, ich teile ihre Position. Und wenn sie bestimmte Narrative bedient, und das tut sie indirekt, dass die Hirsch-Geschichte falsch ist, indem sie überhaupt nicht aufgreift. Dadurch disqualifiziert Wagenknecht diese Geschichte. Und dadurch werden die Leute, die auf Wagenknechts Seite sind, werden maßgeblich getäuscht, denken, okay, die Hirsch-Geschichte ist nicht wahr, ist Quatsch. Und dadurch werden die Medien gestärkt.
Weil dann haben ja die Medien es richtig berichtet. Und dadurch wird das ganze Mediensystem gestärkt, wie wir es jetzt kennen. Das ist das Täuschungssystem. Und die Leute kommen nicht auf die Idee zu recherchieren und eben bestimmte Fakten zu entdecken, die sie wütend machen würden. Die dazu führen würden, dass sie sich von den Medien abwenden. Und hierzu gehören auch die Verbrechen der Ukraine seit 2014. Auch das wurde von Wagenknecht nicht erwähnt, als wäre es vollkommen unwichtig, als würde es nur darum gehen, um die Geopolitik, um die NATO. Dass Russland nicht will, dass die Ukraine in die NATO kommt und umgekehrt die USA unbedingt die Ukraine als Machtraum wollen. Sagen, die eine Großmacht, die andere Großmacht streiten sich hier irgendwie und Krieg ist blöd. Deswegen muss der Krieg beendet werden, es muss irgendwie verhandelt werden. Dabei fällt vollkommen unter den Tisch das satanische Spiel, das die USA gespielt haben seit 2014. Und aus meiner Sicht, auch in alternativen Medien, wird das heruntergespielt und es wird teilweise nicht erkannt, wie schlimm das ist, wie gravierend das ist. Und dass dieses gleiche Spiel, das betrifft ja nicht nur die Ukraine, sondern das wurde ja, das hat man ja auch erlebt in Syrien, in Libyen. Und da geht es darum, dass Länder systematisch ruiniert werden. Mit unzähligen Todesopfern. Dass es eigentlich immer das Gleiche ist. Dass eigentlich seit 150 Jahren im Kern die gleiche Politik betrieben wird, die große Teile der Welt völlig ruiniert. Libyen war das bestentwickelste Land Afrikas. Es war dann eine Trümmerwüste, ein völliges Chaos. Es herrschte Anarchie. Es ist die völlige Katastrophe. Das Gleiche in Syrien. Und jetzt das Gleiche in der Ukraine. Und wie hat das Ganze funktioniert? Und genauso könnte man das auch argumentieren. Genauso könnte das Wagenknecht argumentieren. Genauso könnten das AfD-Vertreter argumentieren. Man kann es so argumentieren, indem man sagt, die Ukraine hat die Ukraine angegriffen als erstes. Nicht Russland hat die Ukraine als erstes angegriffen, sondern die Ukraine hat die Ukraine selbst als erstes angegriffen. Und jetzt wird ein Mann kommen. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Die Ukraine greift die Ukraine an. Man kann auch gleich selbst, man muss gar nicht warten, bis die anderen sagen, das ist ja vollkommener Schwachsinn, dass ein Land sich selbst angreift, weil es ist ja dasselbe Land. Also man kann es gleich selbst auflösen, indem man erklärt, dass die Betrachtung der Ukraine als homogenen Raum, das ist oberflächlich und dass es falsch ist. Sondern dass die Ukraine ein Vielvölkerstaat ist, mit unterschiedlichen Bevölkerungsanteilen, die auch vollkommen unterschiedlich gewählt haben. Janukowitsch wurde in der Stichwahl 2010 von über 90% im Osten gewählt. Im Westen der Ukraine stimmten über 90% dagegen. Dieser Präsident wurde illegal weggeputscht. Mithilfe der USA, was übrigens Wagenknecht auch nicht erwähnt hat, dass durch das Telefonat, durch das abgehörte Telefonat mit Victoria Nuland, ist bewiesen, dass die USA einen Umsturz geplant und eine fremde Regierung geplant haben. Es spielt auch gar keine Rolle, ob dann die Regierung eingesetzt wurde. Also es kam dann raus, dass Jazenjuk, er wurde Ministerpräsident, genau wie in dem Telefonat besprochen, aber in dem Telefonat geht eindeutig hervor, auch wenn es Jazenjuk nicht geworden wäre. Es ging eindeutig in dem Gespräch hervor, dass eine Regierung in einem fremden Land geplant wurde. Das heißt, der neue Präsident, Poroschenko, kam illegal an die Macht. Das war ein völkerrechtswidrig illegaler Akt. Und dieser neue Präsident greift jetzt die Bevölkerung im Osten der Ukraine an. Und er hat auch angekündigt, wie er das getan hat. 2014, deren Kinder werden im Keller leben, die werden keine Renten bekommen, die werden keine Gehälter bekommen, so werden wir den Krieg gewinnen. Und er hat hier völkerrechtlich eine Spaltung vorgenommen. Er hat nicht davon gesprochen, unsere Kinder im Osten werden im Keller sitzen, unsere Leute dort werden keine Gehälter bekommen, unsere Leute bekommen keine Renten, sondern deren, die. Wir sind die hier und das die anderen, das sind die anderen. Und jetzt versteht man, wieso die Ukraine als erstes angegriffen hat. Und weil die Bevölkerung, Poroschenko und die Machthaber in Kiew, haben die Ostukrainer, die diesen Umsturz nicht wollten, gar nicht mehr als ihre eigenen Leute begriffen. Sondern in dem Vielvölkerstaat, diese russischsprachige Bevölkerung, wurde als Fremdkörper im eigenen Land wahrgenommen, der unterdrückt wird. Es war, aus der Rede geht eindeutig hervor, wir unterdrücken hier einen Fremdkörper. Das ist unser Territorium und die Bevölkerung dort ist ein Fremdkörper, die wir entweder ermorden, die am besten verschwinden sollen. Und dieser Sachverhalt, der auch belegt ist durch die OSZE-Berichte mit tausenden Toten,
Wobei jetzt tausende Tote, Zivilisten so wenig klingt, aber man muss sich ja daran erinnern, wie sind diese Tote zustande gekommen. Sondern die kamen nicht auf einmal um bei einem Bombenanschlag, sozusagen, dass es relativ schmerzlos war. Einmal eine große Explosion, einmal ganz viele Tote, wie bei 9-11. Sondern die kamen ja Stück für Stück um. Und es wurde über die gesamte Bevölkerung terrorisiert dort. Das hätte ja jeden treffen können. Das heißt, in Mitleidenschaft getragen wurde die ganze Bevölkerung und es sind dann in Anführungszeichen nur ein paar Tausend umgekommen. Aber man muss sich das mal vorstellen, es werden willkürlich Häuser bombardiert und dann kommt halt mal ein Familienmitglied um und so geht das über eine lange Zeit. Und darüber hat Wagenknecht nicht im Fernsten gesprochen und Maischberger sowieso nicht. Und eigentlich wäre es die Aufgabe von Wagenknecht, darüber aufzuklären, was da passiert ist, auch das Telefonat, der Umsturz, und dann Maischberger dafür anzuklagen, dass sie darüber nicht aufgeklärt hat. Und wenn die Leute das wüssten, dann würden sie sich abwenden. Dann würden sie sich angeekelt abwenden und würden Maischberger nie wieder sehen wollen. Das hat eine vollkommen andere Wirkung, als wenn man erklärt, ja, Russland, die wollten die Ukraine nicht in der NATO haben und die USA, sie hätten das, die Karibik, sie hätten das auch nicht geduldet. Das ist natürlich überzeugend, aber es greift die Medien nicht an. Es sorgt nicht dafür, dass man die Medien nicht mehr konsumiert. Das ist von der Überzeugungskraft was vollkommen anderes. Wenn die Leute das, die Medien haben ja ein Informationskartell gebildet, haben seit 2014 diese ganzen Schilderungen, die kamen nie zu uns. Und wenn Wagenknecht darüber aufgeklärt hätte, wie das geschehen ist, dann spielt das gar keine mehr Rolle, dann spielt Russland gar keine Rolle mehr. Die Leute würden sich von den Medien angeekelt abwenden. Sie würden Maischberger nie wieder gucken. Und natürlich, weil Maischberger sehr wahrscheinlich gewusst hat, dass Wagenknecht das nicht macht, deswegen wurde Wagenknecht eingeladen. Und deswegen wird sie auch in Zukunft eingeladen. Und bei AfD-Vertretern, wo sie die Befürchtung haben muss, dass sie das machen, deswegen werden die AfD-Vertreter nicht eingeladen. Ich meine, jetzt ist gerade ein Krieg dabei, ein furchtbarer Krieg, beendet zu werden, nämlich der im Jemen. Aber auch hier waren es nicht westliche Länder, es war nicht die deutsche Außenministerin, es war auch nicht der amerikanische Außenminister, sondern es war in dem Falle China, die tatsächlich zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das war ja auch ein Stellvertreterkrieg, der Jemenkrieg vermittelt hat. Und wahrscheinlich wird dieser Krieg enden und er hat hunderttausende zivile Opfer gekostet. Sie müssen sich vorstellen, der Konflikt hat quasi einen Wecker im Bauch und irgendwann klingelte. Das ist so. Der klingelte nicht im Selbstlauf, sondern der klingelte, aber weil man vermittelt hat. Es ist wirklich naiv zu glauben, dass nur mit ganz viel gutem Willen geht man da rein und dann überzeugt man die beiden schon. Es sind nicht zwei Kinder im Sandkasten. Es geht um ganz viele Sachen, die erst auf den Tisch gelegt werden und die debattiert werden und die verstanden werden müssen. Es war natürlich so, Wagenknecht hat schon ein paar empfindliche Sachen angesprochen. Also man sieht, es ist nicht so ganz klar, was Maischberger toleriert im Vorfeld und was nicht. Zum Beispiel hat Wagenknecht einen General zitiert, der die Aussage gemacht hat, es ist super, dass wir Russland so schwächen können, es ist professionell, dass unsere eigenen Soldaten nicht sterben, was eigentlich so perfekt die Geopolitik beschreibt. Und hier hat Maischberger hat zwar die Frage gestellt, sind Sie der Meinung, dass ein Stellvertreterkrieg geführt wird, aber sie hat die Frage gestellt, um es als lächerlich hinzustellen. Und als Wagenknecht dann diese starke Antwort gegeben hat, wurde Wagenknecht sofort unterbrochen und wurde es als lächerlich hingestellt. Sie sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg. Wenn man das denkt, dann ist es natürlich einfach zu sagen, gut, da sind die Stellvertreter, hier ist die USA oder die NATO. Wenn die den Krieg beenden, dann ist der zu Ende. Erklären Sie doch mal bitte, warum Sie glauben, es ist ein Stellvertreterkrieg. Na, es hat vor kurzem ein hoher General im Streitkräfteausschuss des US-Senats sich gebrüstet und hat gesagt, also die Ausschaltung eines strategischen Gegners ohne Einsatz von US-Truppen sei der Gipfel der Professionalität. Sie meinen den Ex-Sicherheitsberater von Donald Trump. Das ist ein Zitat trotzdem von Sun Tzu, einem chinesischen Denker, militärischen Denker. Nein, er hat ja eben gesagt, ich weiß ganz genau, Zitate, richtig, die genau in diese Richtung gehen. Also es ist natürlich schon so, dass die der USA... ist der, der nicht geführt wird. So, das sagt er. Nein, er hat gesagt, er hat das wörtlich gesagt, was ich zitiert habe, hat gesagt, wir können uns dann auf China konzentrieren. Also, sag mal, dass die USA eine Mitverantwortung dafür haben, dass es diesen Krieg gibt. Stellvertreterkrieg oder nicht? Das ist die wichtige Frage. Ja, natürlich. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA. Also es ging immer auch um die Frage, das hat ja die russische Diplomatie immer wieder auch deutlich gemacht, das hat der heutige CIA-Chef Burns noch 2019 gesagt. Es ging doch immer um die Frage, wird die Ukraine Teil der amerikanischen Einflusszone? Gibt es dort Militärstützpunkte? Gibt es womöglich Raketenstützpunkte? Die Russen haben immer gesagt, das wollen wir nicht, das ist für uns ein No-Go, weil das für uns eine Region von existenziellem Interesse ist,
die Schwarzmeerflotte auf der Krim ist ja nicht seit 2014 da. Die ist ja da seit 200 Jahren. Das heißt, das ist für die Russen natürlich der Zugang zum Schwarzen Meer. Das ist für sie wichtig. Mhm. Das kann man für illegitim halten. Aber man sollte bedenken, das ist etwa so für Russland wie für die USA die Karibik. So, und die USA hätten damals in den 60ern einen dritten Weltkrieg riskiert, Raketen auf Kuba zu verhindern. Deswegen musste man wissen, wenn man in dieser Frage immer weitergeht und alle russischen Protestnoten ignoriert, dass man dann riskiert, dass dort ein solcher Krieg ausbricht. Das wusste man, weil es auch westliche Diplomaten immer wieder formuliert haben. Stellvertreterkrieg, ist es das? Nein, also erstens darf ich ganz kurz was sagen zu diesem General Mau Mau oder Uno, was da immer gespielt wird, mit einem General hat gesagt und noch ein General hat was gesagt. Und ja, dann sucht man sich die Generäle aus, die genau das sagen, was einem passt. Mark Milley, der Top-General der amerikanischen Streitkräfte, sagt, Russland kann seine militärischen Ziele in der Ukraine nicht erreichen. Das erzählen sie dann nicht, sie erzählen dann nur der andere, der aber auch gesagt hat. Nee, Milley hat auch gesagt, beide Seiten können diesen Krieg nicht gewinnen. General Mau Mau, können wir es beenden? Ist das ein Stellvertreterkrieg? Will in der NATO, will die USA diesen Krieg führen? Haben die denn begonnen? Begonnen haben sie natürlich nicht. Also erstens, wollen sie ihn führen? Einen Krieg führen, ohne jemals eine Truppe hinzusetzen, kommt aus der chinesischen strategischen Denke, das ist uralt, das ist jetzt nicht, hat er sich nicht ausgedacht. Was er sagt, ist natürlich keine amerikanischen Truppen in die Ukraine, was sie eigentlich freuen sollte, denn sie wollen ja keine Eskalation. Das zweite ist, Stellvertreterkrieg heißt, dass es eigentlich zwei Stellvertreter gibt. Und hier ist es ja nicht so. Wir haben einen Stellvertreter, die Ukraine, und Russland ist direkt drin. Das heißt, das ist schon mal so fachlich falsch. Aber das Dritte ist natürlich, es geht um ein großes Ganze. Und da ist es nicht auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die USA. Sondern so will, hat man Russland, hat man China, hat man andere Staaten, die mit dem internationalen System, so wie es ist, nicht zufrieden sind. Und dann hat man die USA, hat man Europa, hat man andere like-minded Länder, die so denken. Und am Ende läuft es dann drauf hinaus, wie möchte man, dass das internationale System funktioniert? Wer hat darin das Sagen? Kann man das internationale Recht brechen? Und da sind wir tatsächlich nicht auf einer Wellenlänge. Aber es ist nicht wieder der Kalte Krieg. Es ist viel komplexer, sitzen viel mehr Leute mit am Tisch. Aber es ist doch natürlich immer ein Konflikt gewesen. Also die NATO-Osterweiterung war immer ein Konflikt mit Russland. Man hat Russland nicht eingebunden. Russland fühlte sich aus Europa verdrängt. Und wenn wir sagen, die NATO ist defensiv, von außen stellt sich das anders dar, weil die NATO-Führungsmacht einfach in den letzten 30 Jahren sehr viele brutale Angriffskriege geführt hat. Angefangen bei dem NATO-Verbündeten Serbien. Also das hat natürlich Russland-Verbündeten Serbien. Das hat natürlich in Moskau immer dazu geführt, dass sie sich durch diese Osterweiterung bedroht gefühlt haben. Und sag mal, das haben sie immer wieder artikuliert. Aber bei der Ukraine haben sie eben auch deutlich gemacht. Und wie gesagt, das haben viele westliche Diplomaten selber so gesagt, dass dort für sie eine rote Linie überschritten ist. Und die Frage ist eben, ist verantwortungsvolle internationale Politik, dass man versucht, rote Linien des anderen, zumal bei einer Atommacht, nicht zu überschreiten? Oder ist verantwortungsvolle Politik, dass ich einfach mache, was ich will, auch wenn am Ende Kriege daraus resultieren? Das wäre die Frage an Frau Gaub. Ich denke, es ist einfach ein bisschen zu einfach zu glauben, wenn wir ein bisschen netter zu Russland gewesen wären, dann wäre das alles nicht passiert. Es gab den NATO-Russland-Rat. Ne? Es gab diese durchaus Bemühungen. Es gab sogar irgendwann mal Ideen in den 90ern, vielleicht will die Russland ja irgendwann mal der NATO beitreten. Ne? Diese angeblichen Garantien. Die waren ja nicht erwünscht. Also. Nein, aber es gab durchaus diese Überlegungen. Und es gab ganz lang diese Zeit, wenn man sich anschaut, diese nachrichtendienstlichen Zukunftsreports, wo drin stand, im Jahr 2005 wird Russland wahrscheinlich nur eine Regionalmacht sein. Also ich stimme Ihnen schon zu, dass man Russland nicht richtig gelesen hat, nicht richtig verstanden hat. Das sehe ich alles. Aber ich glaube nicht, dass man dann den Umkehrschluss schließen kann, deswegen sind wir schuld daran, deswegen sind die USA schuld daran, dass hier gerade ein Land komplett völkerrechtswidrig überrannt wird. Das geht einfach nicht. Schuld. Sie haben eine Mitverantwortung. Das ist etwas anderes als zu sagen, Schuld ist nicht die Mitverantwortung. An der Stelle müssen wir heute einen Punkt machen. Waren gleich dann aber auch darauf verzichtet, da weiter nachzubohren und die Geostrategie von Friedmann oder Brzezinski da richtig hart nachzulegen und Maischberger und die NATO-Beraterin richtig schmerzhaft zu stellen. Wahrscheinlich Maischberger denkt sich dann immer, ja, wir machen einen Kompromiss. Sie, Wagenknecht, manchmal tut's weh, aber insgesamt hält sie sich daran, bedient bestimmte Narrative nicht, wie es hier beispielsweise mit Hirsch oder auch mit der Staudammsprengung. Es wurde ja auch nicht erklärt,
dass die Ukraine schon früher immer diesen Staudamm beschossen hat. Wobei die Medien auch immer so getan haben, dass Russland das gewesen wäre. Das hätte Wagenknecht auch anführen können, die Rolle der Medien da. Aber die Medien wurden von Wagenknecht kein einziges Mal kritisiert. Eben um weiter eingeladen zu werden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, ob ihr denkt, dass es gut ist, von Wagenknecht diese Kompromisse zu machen und zumindest ein paar Informationen an die Leute zu bringen oder ob ihr es, wie ich es eher sehe, ihr es nicht gut findet, weil die Leute so die Neugierde gestillt wird und die Leute vollends getäuscht werden und sich nicht weiter informieren, damit zufriedengestellt werden. Und gar nie auf die Idee kommen, was für eine satanische Rolle die USA in der Ukraine gespielt haben und wie schlimm die ukrainische Regierung sich verhalten hat seit 2014. Macht's gut.